Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Lilienstein, vom Dorf zur Stadt zur Metropole. Wie in der letzten Folge angekündigt, stehen wir immer noch vorm Bannerladen. Es ist inzwischen Tag geworden. Höhlensound. Denn jetzt brauchen wir ja die Nacht nicht mehr, hier leuchtet nichts. Und hier gehen wir jetzt auch mal rein. So, und hier habe ich so, ja, Banner in Rohformat, also nur in einfarbig. In Uni sagt man dazu, glaube ich, auch. Dann hier so ein paar, ja, Fantasy-Banner. Einfach mal wild Farben durch die Gegend gemixt und Muster. So sieht es dann auch aus. Ist aber ganz hübsch irgendwie. Und da hinten, da habe ich so ein paar Länderflaggen. Wenn wir mal hier ausländischen Besuch kriegen, dann müssen wir natürlich auch richtig beflaggt sein. Und ja, die gehen nur senkrecht, deswegen sehen ja manche Länder ein wenig merkwürdig aus. Aber ich denke, man kann erkennen, was es ist. Also ihr müsstet jetzt den Kopf drehen, dann wird es eher passen. Und ja, hier habe ich auch wieder was Neckisches eingebaut. Hier ist also die Kasse. Hier ist der Flaggenvorrat. Und im ersten Stock, da werden diese Flaggen hergestellt. Da haben wir hier eine Kiste mit Wolle. Die braucht man nämlich für die Banner. Und hier haben wir eine mit Stöckchen. Und da nehmen wir uns jetzt auch mal ein Stöckchen raus und simulieren jetzt mal einen Bannerbauer. Bannerbauer. Schönes Wort. Und dafür braucht man immer 6 Wollblöcke. Welche Farbe ist egal, das ist dann eben die Grundfarbe. Und wir fangen an mit dem einfachen Banner. Stöckchen. Und die 6 Wollblöcke drüber, dann haben wir das blaue Banner. Ja, und im Hintergrund, da plätschert es schon. Ihr kennt das ja schon so ein bisschen von meinen automatischen Öfen und so. Oder meinen Nahrungsmittelzubereitern oder wie ich sie genannt habe. Hier kann dann der Bannerbauer, das Wort finde ich jetzt einfach nur klasse. Also der berühmte Bannerbauer, der sagt dann, ja, für das nächste Banner, da brauche ich vielleicht mal ein Türkis und... weiß, noch ein Türkis und noch ein Weiß und noch ein Türkis und noch ein Weiß. Und ich möchte unbedingt auch ein Pink. Oh, nehmen wir 2 Pink. Und dann nehmen wir noch 2 Schwarz. Und wenn alles funktioniert, was ich jetzt noch gar nicht so genau weiß, dann ja, haben wir jetzt alles hier in unserer Truhe und können das rausnehmen und dann gehen wir mal an die Werkbank und dann gucken wir mal, was wir jetzt mit unserem blauen Grundbanner so hinkriegen, mit den Farben, die ich mir da geholt habe. Da kann man jetzt entweder zum Beispiel hier so schräg ein Kreuz durchmachen, ein Querstrich, kein Kreuz. Das machen wir jetzt auch einfach mal. So. Und das kreuzen wir einfach von der anderen Seite, dann haben wir wirklich eins mit weiß mal durch. Und jetzt können wir noch die Ecken hier ein bisschen neckisch einfärben. Das machen wir jetzt mal so. Das wird sehr hübsch. So, und dann haben wir auch unser Banner fertig. Das stelle ich jetzt auch mal auf, dann könnt ihr es euch angucken. So sieht das jetzt aus. Es ist wunderschön geworden. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also mit den Bannern habt ihr wirklich 1000 Möglichkeiten, irgendwelche Muster zu legen und hast du nicht gesehen, das ist wirklich fantastisch. Vielleicht mache ich dazu auch mal so eine kleine Erklärfolge, wie man so gewisse Muster hinkriegt, denn da sind so ein paar Spezialitäten dabei, die sind nicht so ganz selbsterklärend. Also so diese Striche und Kreuze, glaube ich, die sind recht einfach, aber hier sowas wie diese Blume hier oder auch Punkte in die Mitte... Da könnte ich ruhig meine eigene Folge zu machen. Oder auch hier dieses Muster. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Das hat so einen komischen Fachbegriff. Den kann ich mir nicht merken. So viel jedenfalls zum Thema Bannerhändler. Und ja, wir haben noch ausreichend viel Zeit auf der Uhr. Da können wir auch nochmal in der Boutique vorbeischauen. In Wuppertal. Natürlich nicht in Wuppertal, sondern in Lilienstein.
Denn die Boutique am Markt ist auch soweit vorzeigbar. Da steht auch die Tür offen. Wer war denn das schon wieder? Achso, vielleicht fangen wir dann auch mal außen an. Da haben wir natürlich Schaufenster. Da kann man schon mal bestaunen, was man haben möchte. Oder sich auch die Nase dran platt drücken, wie dieses komische Kind aus der Windows 10 Werbung. Ja, hier sind dann Lederrüstungen in allen möglichen Farben. In Schwarz sieht sie besonders toll aus. Könnte man meinen, da würde die Textur fehlen. Sie ist aber da. Hier ist die Kasse. Wie üblich wieder mal nicht besetzt. Hier ist so ein kleiner Krabbeltisch. Den hatte ich ja auch schon mal angekündigt. Beziehungsweise sogar schon gezeigt. Jetzt ist hier alles voll. Auch der erste Stock ist jetzt auch komplett mit eben den Umkleidekabinen. Hier so einem, ja, Drehding, nenne ich das mal, Drehding halt, so bleibt es jetzt. Ja, hier habe ich noch ein paar andere Farbvariationen, aber auch wieder schwarz, sieht echt sehr hübsch aus, blau und grün und grau, glaube ich. Hier hinter Glas, damit man nicht daran rumtatscht, sind natürlich die teuren Sachen versteckt. Nämlich natürlich Diamant und Gold. Wobei ihr mir glauben könnt, die Goldrüstung ist nicht mal besonders gut. Die kann man zwar sehr hoch verzaubern, aber dafür hält sie nichts aus. Also eigentlich ist Eisen wertvoller, aber egal. Gold und Diamant passt einfach besser. So, und ganz oben, da kann man sich dann die Stoffe freikaufen, nämlich hier verschiedene Wollfarben, also nichts Spektakuläres jetzt. Was man halt so braucht, wenn man sich selbst was häkeln möchte. Das hatte ich ja auch schon alles so angekündigt und jetzt habe ich es auch umgesetzt. Und ja, das ist also die Boutique am Markt. Und damit haben wir jetzt wieder was fertig am Marktplatz, das freut mich ja dann auch besonders. So bleiben dann also nur noch ein paar Häuser übrig. Aber da lasse ich mir jetzt auch schön viel Zeit mit, da muss nichts übers Knie gebrochen werden. Das hat ja jetzt keinen Zwang, dass da jetzt schnell was entsteht. Ich denke mal, dass wir uns als nächstes, wenn das alles zeitlich so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, was ich im Moment noch nicht versprechen kann, aber wenn das denn so ist, dann sollten wir in der nächsten Folge das Geheimnis lüften, was sich hier drinnen verbirgt. In meinem holländischen Geheimprojekt, wie ich es jetzt so nenne, da müssen noch ein paar Banner ran. Da sind hier noch weiße Platzhalter, das kann ja so gar nicht sein. Und ich hoffe, dass ihr auch schon sehr gespannt seid, was denn da drin sein könnte. Ich kann gerne reingucken, man sieht es nicht. Das ist alles geschickt gebaut. Ich werde dann auch verraten, welchem Gebäude ich das nachempfunden habe, damit ihr wieder eifrig googeln könnt und ja, dann entweder Zustimmung oder auch Ablehnung mir schreiben könnt, je nachdem, wie es geworden ist. Und parallel werde ich versuchen, hier mit dem Hafen anzufangen. Ich bin da immer noch, zwar nicht mehr am Hadern, jetzt wo der ganze Kram da weggekloppt ist, aber ich brauche einfach mal so das allererste Gebäude, was steht, damit ich daran ansetzen kann. Das bereitet mir hier momentan so ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich noch nicht so ganz die Richtung weiß, wie es gehen soll. Ich habe schon so ein paar grobe Ideen. Ich möchte jetzt auch nicht den Hafen aus Altlilienstein 1:1 nachbauen. Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen langweilig oder einfallslos. Ja, wird also noch eine spannende Geschichte. Hier haben wir sehr viel Spielplatz, der gefüllt werden möchte. Da hoffe ich mal auf gute Ideen. Ich meine, mir ist im Grundsatz schon klar, was hier hin soll. Also Hafenkontore und so weiter und so fort. Und Verladeanlagen, Lagerhaus. Aber so die ganze Grundanordnung fehlt mir irgendwie noch vollkommen. Man muss sich so eine Fläche immer angucken und sagen, ja, so ist es. Und im Moment kann ich das einfach noch nicht, weil mir dieser, ja, so ist es Moment fehlt. Aber wir haben immerhin schon einen Leuchtturm. Das heißt, der Anfang ist gemacht und eine Brücke haben wir auch. Von daher bin ich auch guter Dinge, dass wir da noch vorankommen und irgendwas Schönes in die Landschaft zimmern. Das soll es dann aber auch schon wieder für heute gewesen sein.
Ich gehe mal wieder zurück in Richtung meiner Amtsstube oder ich fliege, dann geht es nämlich etwas schneller. Hallo Schaf. Und wir können ja so zum Abschluss blicken wir einfach nochmal auf die Karte. Da fehlt da noch was? Ja, da fehlt der Flaggenladen, glaube ich. Aber ansonsten ist sie wieder ein bisschen aktualisiert. Ist halt doof, ich muss dann immer ein Stück abkloppen und damit in der Gegend rumlaufen. Das ist ein bisschen nervig, aber es sieht irgendwie schön aus. Vielleicht erweitern wir sie auch noch in die anderen Richtungen, also nach Süden. Dann müsste ich sie aber eins hochhängen. Dann wäre auch das Bauerndorf mit drauf. Na, gucken wir mal. Und bis es dann soweit ist, sage ich ja. Tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.